Hallo Leute, heute am Mittwoch haben wir euch das nächste Package. Kurze Info noch, und zwar habe ich einer von euch, und zwar einer wunderbare Abonnentin, habe damals ein Bild erstellt für meinen Channel, was ihr auch am Channel sehen könnt, habe ich von diesem Bild mir eine wunderschöne eigene Pokémon-Tasse erstellen lassen. Ich hoffe, das ist vollkommen okay, was ich richtig cool finde. Und diese Tasse wird mich ab jetzt bei jedem Video begleiten. Ob ich die fülle und mit was, müssen wir mal schauen. Aber ich denke, daraus wird das vorzüglich schmecken. So, jetzt starten wir langsam zum Mittwoch. Wie ihr seht, ich habe die One-Card-Ständer dahingestellt. Weil die können wir heute vielleicht sogar gebrauchen, wenn es passt. Aber ich denke, es könnte knapp werden. Aber sie könnten passen, nämlich für dieses wunderschöne Package. Ein Kauf vom lieben Marvin aus Gütersloh, welche ich jetzt vorsichtig mit der Schere öffnen möchte. Denn hier drinnen könnte sich ein mega Schatz. Warum mache ich es eigentlich nicht vor der Kamera? Denn ihr sollt wissen, dass hier alles true abläuft und hier nicht geschummelt oder gemogelt. Genau, da müsste dann wieder das Unluca wiederkommen, weil hier Karten bei sind, die nebensächlich vom lieben Marvin dazugepackt wurden. Ich muss einmal schauen. Da sind schöne Karten. So, der Müll ist entsorgt. Lieber Marvin aus Gütersloh, ich hoffe, das Video kommt so in deine Emotion. Denn unsere Gefühle hat es vollkommen erreicht. Da vor allem ich weiß, was sich darunter verbirgt. Let's go. Haben wir hier einmal gesleevte Karten, die mit Tesafilm fixiert wurden, die natürlich an den Sonoman gehen werden, es sei denn, wir haben gleich einen Schatz, der Pokémon nie fehlt. Aber ich meine, der war nicht dabei. Denn die Schätze befinden sich unter der Pappe, die ihr sehen könnt. Wir haben nämlich einmal ein Cosmovum. Ja, mehrere Karten an Steve, alles cool. Holo an Englisch, was an den Sonoman geht. Ein Palkia auf Englisch, was an den Sonoman geht. Ein Xerneas, Englisch, was an den Sonoman geht. Ein Reshiram. Englisch, alles aus dem 25-Jahres-Set, die ich so an den Sohnemann übergeben möchte. Danke. Luca, das sind deine. Wo ich sehr dankbar bin, dass der gute Marvin aus Gütersloh, ich kann es nur noch tausendmal erwähnen, damit er diesen Bro niemals vergisst, come on, diese Karten mit dazugelegt hat. Genau. Haben wir hier den zweiten Ordner, auch mit englischen Karten, nämlich ein Cosmog, ein Zekrom, ein Dialga, ein Iveltal und das mächtige Groudon. Come on, let's go. Alles auf Englisch, HP, die an den Sonoman gehen. Aber es läuft so schnell voran, Leute, denn ich bin selber so gespannt auf das, was sich unter der Pappe befindet, dass ich den Tesafilm nicht mehr von meiner Hand abbekomme. Jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Denn unter dieser Pappe verbirgt sich nämlich ein Schatz, welcher ja majestätischer kaum sein kann. Denn es sind Goldkarten. Und ihr könnt sehen, wir haben hier wunderschöne, ja, wie nennt man das? Diese Selfmade Artwork Karten aus Metall, die ich jetzt einmal kurz aus dem Sleeve entfernen werde. Ja, zudem, ich weiß, ihr habt schon öfter gesehen, dass ich solche Karten geöffnet habe. Ich weiß, das ist kein real Pokémon TCG Stuff, aber ich finde, dass genau solche Karten, Selfmade Metal Karten, das Ganze für den Blick, ja, fürs Visuelle um einiges verschönern können. Erst recht, wenn man solche geilen Kombinationen hat, wie wir sie jetzt gleich sehen werden. Und das wird Tesafilm Mollet, die deutsche Marke, deutsche Ware, ihr wisst, Qualität ist auf jeden Fall am Start. Haben wir hier, ich packe die mal nach hinten, wunderschöne Gold Customer Karten mit dem Pikachu im Glurak Look, was japanisch draufsteht, kann ich euch leider nicht wiedergeben, aber Pikachu. Und jetzt schauen wir mal, darunter verbirgt sich natürlich ein Dark Charizard. Wäre das geil, wenn genau diese Karten und es passt in diese One Card Ständer passen. Das heißt, sie kriegen nachher für Pokémon eine Perfect Side Sleeve. Und dann können genau diese wunderschönen Karten von Marvin aus Gütersloh
welche ich echt günstig geschossen habe, denke ich. Oh, die ist nice, oder? Diese Karten können dann so wunderbar in meine Goldkartsammlung wandern. Denn eigentlich habe ich mir gedacht, kann ich Garados? Come on, schaut euch die Karte an. Einfach nice, oder? Kann ich genau diese Karten so wunderbar in meine Sammlung einnehmen? Und hier kann ich nur an Mario denken. Hashtag catch it all. It's me, it's Mario. Von der Arbeit, mein lieber Arbeitskollege, lieber Mario. Hier ist dein Mario Pikachu. Ich hoffe, dir gefällt das Video, wenn du es gesehen hast. Mittlerweile hast du mich ja hoffentlich abonniert. Haben wir hier noch, damit du nicht alleine bist, das wunderschöne Luigi. Mario und Luigi als Pikachu-Karten, die einfach Wahnsinn sind. Genau, die One-Card-Channel passen perfekt dazu. Auch an dich, Dennis. Vielleicht kannst du das für eine Werbeaktion nutzen. I don't know. Sind das wunderschöne Kartenständer, wo diese One-Card-Metal-Karten auch in jeden Fall reinpassen. Um euch nicht länger vollzulabern, danke ich euch, dass ihr das Video gesehen habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich gerne. Denn zusammen mit euch, umso mehr mitmachen, umso schneller kann ich, umso besser kann ich den Weg durch die Welt der Pokémon TCG gehen. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich fast 600 von euch hinter mir habe, ja, meine Hand halt habe, dann brauche ich keine Angst mehr haben, egal welches Monster auf mich zukommt. Sei es das Onix von Rocco, sei es das Dragoran von Siegfried, come on, oder das Glurak von Dillion. Mit euch an der Seite, denke ich, kann ich jeden Kampf gewinnen. Drum abonniert gerne, lasst den Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen früh wieder beim Donnerstags Daily Booster Opening. Come on, let's go, euer Pokémon-Y, catch it all!